Ein herzerfrischendes Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Planet Zoo der Schönhausen Zoo. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Jo, wir sind zurück im Schönhausen Zoo und ja, ich habe so ein bisschen überlegt, was wir jetzt machen sollen. Ich habe, glaube ich, letztes Mal auch direkt an dieser Stelle hier aufgehört. Wir haben so viele schöne Gehege. Und das einzige Gehege, was mir nicht so wirklich viel Spaß macht, ist das Wolfsgehege hier, das erste Wolfsgehege. Das wurde auch gesagt, dass die Gnus nach der letzten Folge, die kam ja Sonntag, dass die Gnus hier so ein riesengroßes Gehege haben im Vergleich zu den Wölfen jetzt zum Beispiel. Und das stimmt auch. Das Lama-Gehege habe ich übrigens noch nicht geupdatet. Ich habe nicht so mega viel Zeit dafür gehabt. Und das stimmt. Also es stimmt, dass das Gehege so, ja, wie soll man sagen, anders ist, sag ich mal, das Wolfsgehege. Und natürlich die Möglichkeit bietet, hier ein wenig was zu verändern, weil das ist ja auch noch so eine Sache. Ne? Man könnte natürlich hier so ein bisschen updaten. Ich finde das Wolfsgehege immer noch nicht schlecht, aber man sieht schon sehr, dass es das erste Gehege war. Und das zweite hier, das Gabelbock-Gehege und so. Das Gabelbock-Gehege finde ich gar nicht so schlimm, wenn ich ganz ehrlich bin. Das ist ganz interessant, finde ich. Auch hier mit dem Ausguck, mit diesem Gebäude hier. Das sieht eigentlich immer ganz, ganz interessant aus, ganz nett. Warte, wir können hier eigentlich nochmal so ein Getränkeding reinmachen. Warte mal. Weil Getränke brauchst du immer. Getränke kannst du immer haben. Wenn wir dann hier so einen platzieren, haben wir Platz dafür? Hier so vielleicht. Hier an die Seite. Guck mal, sehr gut. Ein Galpi-Shot da. Das ist ein Pip-Shot. Also das finde ich ist ein nettes Gehege hier. Aber ich finde, dass das bei den Wölfen halt so ein bisschen ist. Also da geht ein bisschen was. Deswegen wäre die Überlegung jetzt, das Wolfsgehege hier entweder zu ändern oder einfach neu zu platzieren. Und hier halt insgesamt was anderes zu machen. Das sind so die zwei Möglichkeiten, die wir haben. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich machen werde. Aber ich hätte jetzt Bock, das schon ein bisschen zu updaten irgendwie. Sodass die Wölfe auf jeden Fall ein nettes Gehege kriegen. Die Überlegung wäre jetzt wie folgt. Viele Menschen, also viele Besucher gehen ja den Weg hier lang. Und deswegen möchte ich den Weg hier eigentlich ungern wegmachen. Und ich möchte auch ungern hier die Gabelböcke eigentlich wegmachen, wenn ich ganz ehrlich bin. So, die Idee wäre, dass wir eventuell das Gabelbockgehege hier ganz groß machen und dann Gabelböcke und Bisons hier zusammengehen lassen und hier so eine riesengroße Nordamerika-Steppe machen. Die Wölfe ziehen dann halt insgesamt um. Das wäre so die Überlegung. Eine andere Möglichkeit wäre, dass wir... warte, wir müssen einmal hier... Eine andere Möglichkeit wäre... Ja, weiß ich auch nicht. Dass wir das Wolfsgehege einfach nur updaten und ein bisschen schöner machen. Aber da ist halt die Frage, wie kann man das denn jetzt schöner machen? So insgesamt. Orientier ist gestorben. Gleich mal Tierarzt rufen. Da gibt es auf jeden Fall ein paar Möglichkeiten, wo wir das Wolfsgehege hinsetzen könnten. Man könnte das natürlich hier hinten hin machen, wo wir auch viel Platz haben, also wo auch was hinpassen könnte. Da geht auf jeden Fall was, würde ich jetzt so spontan sagen. Okay, das ist alles in Zucht hier, egal was passiert. Dann weg mit dir. Warum ist denn das Sozialverhalten eigentlich schlecht bei denen? Platz. Warum gibt es den Bug dann immer noch? Das ist so meine Frage. Dass sie da nicht hochklettern können, wenn das Spiel neu lädt. Das verstehe ich nicht. Sauberkeit bei den Gnus. Gleich mal alle rufen hier. Können alle mal kurz vorbeikommen. Wir könnten eigentlich auch nochmal einen Mitarbeiter einstellen für den Afrika-Bereich hier. Oder heißt das Savanne oder so? Bin ich mir nicht ganz sicher. Afrika. Ich weiß tatsächlich nicht, zu was ich mehr tendiere. Von den Möglichkeiten hier. Tierpfleger. Zwei Stück noch. Jetzt so Pfleger heißen die.
sich auch hier im Afrika-Bereich aufhalten. Ich glaube, das ist ganz passend. Dann gehen die hier wenigstens so ein bisschen rum. Weiß nicht, was am smartesten wäre. Am smartesten wäre es natürlich, das Wolfsgehege da wegzumachen, weil mir fallen jetzt nicht so mega viele Möglichkeiten ein, das hier zu machen. Aber wir können die Babys und die Eltern hier mal alle einsperren, ne? Es hat halt so ein bisschen ausgedient, ne? Es war halt ganz nett hier so, auch mit dem Vorzaun und sowas, aber es ist halt für den Anfang ganz nett gewesen. Und jetzt könnte es ruhig mal ein bisschen geupdatet werden. Alle Tiere versandfertig machen und dann alle Tiere in das Handelszentrum. Sehr gut. Und dann machen wir die mal eh weg hier. Viele der Sachen müssen halt weg. Hat auch eine Wasserschale und so. Also es war alles... Es war nicht so geupdatet, wie es hätte sein können. Ach, der liegt normalerweise da. Okay. Das ist ja schon mal die halbe Miete hier, dass wir das auf jeden Fall ein bisschen leer gemacht haben hier. So, das Spielzeug und so ein Kram ist jetzt erstmal weg. Das ist doch schon mal nicht schlecht. So. Ob hier jetzt wirklich Wölfe sind? Ich glaube nicht. Löschen wir das mal. Keine Wölfe mehr. Hier drin im Gehege. Hier ist erstmal gar nichts im Gehege. Auch das hier weg. Weil selbst wenn du hier noch das Nordamerika-Gehege dann draus machst, kannst ja eigentlich... Da kann man ja eigentlich gut was machen mit, ne? Wenn das dann ein Gehege ist und dann sind hier noch die Bisons und so, und dann kannst du von hier die Bisons betrachten. Dann gehst du dort weiter und so, und dann kann man hier die Höhle wegmachen noch. Ich denke, da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten. Und wenn die dann halt umziehen, dann ist es, glaube ich, noch ein Stück besser. Aktivisten sind im Zuge angekommen. Warum? In dem Blauzungen-Skink. Was ist denn beim Skink das Problem? Das Vivarium. Die Sauberkeit. Okay, gleich mal einen Pfleger rufen. Und die Anzahl der Tiere. Ja, das sehe ich. Das sehe ich schon. Okay, dann lass mal gucken, welcher hier... Die beiden sind am jüngsten. Dann behalten wir die mal. Die lassen wir frei, die beiden. Emily noch nicht. Das machen wir denn jetzt. Die wird dann... keine Ahnung. Die bleibt dann da drin. Die wird dann hoffentlich auch irgendwann in die ewigen Jagdgründe eingehen. Dann haben wir hier die 8 Milliarden Skorpione. Da machen wir mal alle raus, sodass wir nur noch zwei haben. Da suchen wir uns auch die Jüngsten raus. Der ist golden und die ist golden. Wobei, lass mal welche nehmen, die ungefähr gleich alt sind, die beiden dann. Das ist, glaube ich, ganz gut. Können alle freigelassen werden? Für 80. Auch nice. Sehr gut, dann haben wir das schon mal. Oh, Inspektorin ist auch im Zoo angekommen. Gerade als hier die Aktivisten im Zoo sind. Oder der Aktivist. Nur hoffen, dass das besser wird für die jetzt. Nicht im richtigen Temperaturbereich. Okay. Das kommt mir jetzt ein bisschen spanisch vor, wenn ich ganz ehrlich bin, aber gut. Wenn das so ist, oh, Lama wird sich bald paaren, ist auch sehr gut. Springbock ist erwachsen. Ich meine, von mir aus. So. Und da haben wir die Schimpansen. Oh, das Lama erwartet Nachwuchs. Ach, das ist das Braune. Das erwartet auch Nachwuchs. Das müsste das Männchen sein, genau. Das erwartet auch Nachwuchs. Und das hier wahrscheinlich auch. Krass, kriegen wir viele Lama-Babys. Das muss auch alles schöner gemacht werden. So. Ja, dann lass mal gucken.
glaube ich, tendiere zum. Ich tendiere zum. Zum Mittelweg, dass hier die Bisons mit reinkommen. Machen wir die Bäume mal weg. Aber wenn es ein nettes Gehege war, das darf man. Darf man ja nicht vergessen. Muss ich mal gucken. Ach, die dürfen doch noch da sein. Die Bäume halt nicht. Das halt nicht. Das weiß ich nicht. Die Bäume halt nicht. Da ist nicht viel Grasland drüber. Ist wohl auch ganz schön, so wie die waren. Und ich glaube, das hier muss auch noch weg. Hier ist dann auch noch ein Baum. Sehr gut. Das ist auf jeden Fall ein bisschen freier geworden hier. So. Und dann wäre die Sache halt, dass ich hier... Dass ich das hier wegmache. Dass ich dann das wegmache. Ganz genau. Tier ist entkommen. Dürfte ja jetzt ja nicht mehr sein. Die müssten ja alle drin sein jetzt. In einem Gehege. Irgendwie. Also wenn das wegkommt. Und das hier. Habe ich hier nicht ums Gehege drum gebaut oder so? Weiß es nicht. Ja, hier drin sieht es halt abgeranzt aus, aber von mir aus. Einmal drumherum, sodass wir gucken, ob das hier wirklich drumherum ist. Ja, sehr gut. Die freuen sich auf jeden Fall, dass sie direkt so viel Platz haben. Die Gabelböcke. Ihr seht es. Die sind sehr glücklich. Aber gut, dagegen mache ich jetzt nichts. Die Preiselbeeren sind hier an der Seite. Achso, ja, die kann ich wegmachen. Der Rest passt da tatsächlich. Sehr nice. Und schon haben die Gabelböcke hier große Gehege. Große Freude. Machen wir mal so. Gerne ein Stück größer. Dann heben wir das alles hier so aus. Dann haben wir hier einfach nur so ein Berg mit rein. Das ist einfach, wenn man erkennt, dass das, was man mal gemacht hat, dass das nicht mehr ausreicht. Vom Aussehen her. Dass man dann jetzt was anderes machen möchte. Es besser macht. Das ist doch auch schon mal nicht schlecht. Das machen die ja im richtigen Zoos auch, wo die dann sagen, okay, das hier ist nicht mehr up to date. Dann werden die Tiere umziehen. Manchmal werden die halt abgegeben oder so, aber jetzt ziehen die Wölfe halt um. Wir haben halt immer Wölfe gehabt, von daher. Das waren immer unsere Eingangstiere. Aber die ziehen jetzt halt um. Was ja dann nicht so viel macht, dass die einfach umziehen. Wenn sie halt nicht ganz weg sind, passt das. So, und hier möchte ich ganz gerne ein bisschen Wasser haben hier. Wasser, Wasser, Wasser. Nicht Wasserfall, sondern keine Brunnenfontäne. Schaum macht auch nicht so viel Sinn. Eine große Wasserfontäne, das ist das. So. Macht das Sinn oder ist das blöd?
So ein normaler Wasserfall wäre wahrscheinlich ein Stück besser. Und ist der dort? Ja. Dann machen wir hier nochmal Wasserfall oben. Lassen wir mal einfach hier oben rein. Sehr gut, dann ist das, fällt das Wasser hier so runter. Dann machen wir das hier unten hin. Tiers entkommen. Ein Gabelbock. Ach, die kommen da jetzt bis hier rüber. Aber da kommt er nicht raus. Oder? Nee. Oder? Nee. Komm halt nicht rüber. Da rege ich das später nochmal. Und dann Wasserfall unten, ne? Ganz genau hier. War das trüb? Trüb, 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 trüb. Hier. Mach einfach noch einen kleinen. Hier unten drin. Ist da das Wasser schon? Das Wasser fängt erst weiter unten an. Okay, ja, dann geht das natürlich nicht. Dann schwebt das Ding natürlich in der Luft jetzt. Dann muss das weiter unten sein. Und Wasserfall Mitte. Sehr awesome. Haben wir hier einen kleinen Wasserfall noch gebaut. Das geht so alles rein. Sehr gut. Und die sind auch ganz glücklich. Relativ glücklich. Okay, dann lass mal gucken. Lass mal schauen. Dass wir das hier ein bisschen verschoben kriegen. So dass die halt auch nicht entkommen. So vielleicht. Sehr gut. Dann läuft da das Baby da lang. Tiers entkommen. Dass die da entkommen wollen. Warum ist halt die Frage. Aber auf der anderen Seite brauche ich dann halt hier einen Stein hin. Dann geht das nicht mehr. Ganz genau. Können die da nicht mehr hoch? Sehr gut. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Was für Pflanzen wollt ihr denn? Grasland. Gemäßigt. Nordamerika. Und wenn ich da jetzt noch Bisons reinmachen möchte? Die brauchen nur Grasland, okay. Grasland in Nordamerika. Da gibt es halt keine Bäume, ne? Ne, ganz genau. Da müssen wir ja die nehmen. Aber gut, so ist das halt. So. Das passt doch auch. Und dann weiß ich nicht, wie viele ich von denen hier benutzen muss. Damit es nach was aussieht. So vielleicht. Kann sein. Haben wir Bisons im Handelszentrum drin? Tatsächlich. Ein Männchen. Und ein Weibchen. Dann haben wir schon mal zwei. Und die Schildkröten haben wir auch noch. Ja, wir haben viele, viele Tiere, die wir noch brauchen. Aber die Hauptsache ist, dass die Wölfe jetzt erstmal ein besseres Gehege haben. Kann man quasi sagen. Die haben gar kein Gehege, ist gerade besser als ein schlechtes Gehege. So, noch ein paar Sachen für die Gnus erforscht. Und ich habe hier ja einfach übernommen, ne? Also es ist ja...
Ist ja nichts Wildes irgendwie. Und hier nehme ich jetzt auch einfach die Bäume nochmal. Da muss ich ja dann eigentlich auch nochmal gemäßigt nehmen, ne? So dass ich hier noch ein paar andere Bäume kriege. Die wir hier hinstellen können. So. Das finden die jetzt nicht so mega gut. Aber es ist ganz okay eigentlich. Bisschen viel Felsen. Okay, machen wir nochmal so hier. Wo sind noch mehr Felsen? Hier halt, ne? Ah, guck mal. 98% Zufriedenheit, das ist okay. Die haben auch noch kein Spielzeug. Aber unsere amerikanischen Bisons, die sind jetzt da. Futterspielzeug, da geht noch was. So zum Beispiel. Und dann auch nochmal ein normales Spielzeug. Also, haben die ein Reibepad? Nee. So halt. Und schon sind die Bisons zufrieden. So, so schnell. So schnell kann es gehen. Ach, guck mal hier. Nice. Du nochmal und. Weiß nicht, sind drei genug? Drei sind tatsächlich genug. Da weiß ich auch nicht, ob wir noch mehr machen sollen. Oder ob wir einfach warten sollen, bis wir hier noch ein besseres Weibchen kriegen. Wobei die ja gar nicht so schlecht ist. Komm, nehmen wir mit. Jetzt, wo wir den Platz haben. Und schon sind es Bisons hier und die passen auch deutlich besser zum Eingang hier. So ein paar Bisons. Dann hat man quasi immer noch ein geteiltes Gehege, aber irgendwie auch nicht. Das ist vielleicht auch ganz cool. Lass mal gleich einen Tierarzt rufen hier zu. Zu dem Gehege. Thompson-Gazelle wird bald an Altersschwäche sterben, okay. Kämpfe wegen Überbelegung. Helm-Kasua. Ich glaube, das hier ist das neue Weibchen, ne? Ganz genau, weg mit dem. Und Kämpfe wegen Alpha-Status. Dallschafe. Dann lass doch einmal kurz schauen. Der macht einen Abgang. Sehr gut. Ja, nice. Dann haben wir jetzt hier ein großes Nordamerika-Gehege gebaut. Damit hatte ich jetzt nicht so spontan gerechnet, dass ich das hier so schnell umgebaut kriege. Es ging aber verhältnismäßig schnell. Die Besucher mögen es auch deutlich gerne, wenn man das so sagen kann. Kann man, glaube ich, nicht sagen. Deutlich gerne macht gar keinen Sinn. So, ein bisschen was über den Bison hier. Dann machen wir hier noch ein bisschen was über den Gabelbock. Sehr gut, dann haben wir da Gabelbock. Ich weiß nicht, was wir hier reinmachen. Hier machen wir Bison. Und auf der anderen Seite Gabelbock.
Und das muss man hier drin halt auch machen. Bison. Gabelbock. Gabelbock. Sehr gut. Was ist hier noch? Okay. Das hier war Gabelbock und ich glaube, das hier muss auch noch Gabelbock sein, weil das ja das alte Gabelbock-Gehege ist. Ne? So, der Status Quo muss ja eh bleiben. Sehr nice. Ja, dann haben wir ja hier etliche Tiere. Wir haben ja hier das Nordamerika-Gehege aufgefrischt, aufgebessert. Das Gehege an sich bleibt dasselbe. Aber es sieht deutlich interessanter aus, muss man sagen. Dann bin ich mal gespannt, was die Wölfe für ein Gehege kriegen. Das alles aber erst in der nächsten Folge. Bis dahin, haut es mal rein. Ciao, Leute.